Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Teil des Flag Guides. Heute in der Großbritannien-Edition. Das erste Episödchen vom Flag Guide hat euch sehr gut gefallen und da dachte ich mir, machen wir doch direkt weiter. Schreibt bitte mal direkt in die Kommentare, ob ihr das wie in dieser Folge gerne habt, dass wir einzelne Nationen machen und dafür nicht so lange folgen. Ja, wir gehen jetzt einfach wieder die Flags durch, wie im letzten Flag Guide. Ich habe sie nicht alle, ich bin bis 8.0 hoch. Aber die Top-Flags unterscheiden sich ehrlich gesagt nicht so großartig von den amerikanischen Top-Flags. Mal abgesehen vom, ach Gott, wie heißt der wieder? Der mit den Dart-Flags. Hä? Oder? Stormer? Ja, genau, der Stormer. Der verschießt Darts als Flakgeschosse. Aber, naja, ansonsten sind das absolut einfach Lenkraketen, die man mit der Maus steuern kann. Kennt man ja. Und ja, jetzt fangen wir mal mit diesem Schmuckstück hier an. Ist im Grunde das britische Äquivalent zu M13. Auch 250 Cals, aber in einem etwas besser gepanzerten Chassis und mit Rädern. Ja, er kommt wieder mit dem Doppeldecker. Erstmal, wir steigern uns jetzt wie im letzten Guide. Dieses Ding, ja, wie gesagt, ist im Grunde der M13, der Briten. Selbe Bewaffnung und auch wie da Gegner schön rankommen lassen. Hoffen, dass er einen nicht zuerst sieht. Weil auch hier, man ist offen, dann sitzt nur ein Dude drin. Und du hast Spaß mit der KI. Ja, irgendwie, wenn ich sie sehe. Wie wenn du sie siehst, hier fährt doch so viel rum. Das stimmt, ja. Ihr wisst ja, die Devise ist, wie eine Spinne warten, bis man in der Position ist. Hast du schon mal geschossen irgendwann? Ja. Okay. Aber ich meine, von dir die Turmdrehgeschwindigkeit war gar nicht so gut, oder? Nee, die ist niedriger als bei der M13, eben weil es halt ein gepanzerter Turm ist. Man muss halt abwarten, dass man den Gegner wirklich in die Schussposition kriegt. Ah, der Helipad-Flak schießt auf mich. Das ist tragisch. So, ja, typisch. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren, wo du bist. Es tut mir aber leid. Also, typische 50-Cal-Flak, nichts Besonderes. Aber sie macht Spaß, vor allen Dingen durch die Räder ist man sehr schnell. Macht auch Spaß, auf dem Battle-Rating mit dem Ding gegen Panzer zu kämpfen. Man hat nämlich 30 mm Pen, das ist in Ordnung, das langt bei vielen Fahrzeugen. Ja, und ich würde sagen, du kommst mit dem nächsten Flugzeug und ich steige mal aufs nächste Fahrzeug um. Ja, ja. Jetzt habe ich sogar Bock. Zu dem Ding kann man gar nicht viel mehr sagen. Ein gepanzerter M13 mit mehr Speed. Und weniger Turmdrehgeschwindigkeit. Und ja, jetzt kommen wir direkt zu einem sehr merkwürdig aussehenden Fahrzeug. Es ist wieder ein vierrädriger Radpanzer mit einem geschlossigen Turm, Digga. und 220ern. Warte, wie nennt sich das Ding? AEC? AECAA. Ja, genau. Sehr eingängiger Name. Ja, ja, ja. Ja, 220er. Ich überlege gerade, hatten wir 220er bei irgendeinem Ami, bei irgendeiner Flak, die wir bei den anderen Nationen hatten? Nö, eine 20er bei den Deutschen, eine 20er bei den der Amis. War das eine? Nee, gar keine. Nee, Amis haben gar keine. Nö, also. Premiere, 220er in einem Low-Tier-Chassis. Das Ding macht auch extrem viel Spaß, sowohl gegen Boden als auch gegen Flugzeuge. Wobei ich das Ding mehr gegen Bodenziele einsetze. Und ich muss sagen, ich habe gegen Flugzeuge keine guten Erfahrungen gemacht. Also nee, ich treffe zwar, das aber Ding, das macht halt einfach keinen Schaden. Erstens macht das Ding wenig Schaden. Gut, mag daran liegen, dass die meisten Bells echt Mist sind. Aber das... Ja gut, das zieht schon relativ gut mit und... Bitte, falls es für euch anders aussieht, wie letztes Mal die gleiche Ansage. Crew ist sehr entscheidend. Also die Crew macht viel aus, was das Justieren der Waffe angeht. Wo ein Spuckfeuer. Was? Oder? Ah nee, das ist die P40. Hey, der neue. Ich hab's gerade nur von der Seite gesehen, sah sehr spuckfeuerig aus. Aber dann habe ich mir überlegt, du hast doch gar keine Premium-Maschinen. Was denn jetzt heißt? Ja, treff mit dem Ding mal. Mit dem Ding habe ich echt Probleme zu treffen, als. Weiß nicht mehr, wo du bist. Nicht? Ist tragisch. Nee, hier sind so viele Punkte da unten. Au, lol. Dein Team hat mir den Turm leer geräumt. Oh, okay. Die sind nicht mit vorne. Au, hör auf mich zu schießen. Ich bin hier der Statist. Ich bin... Ne, was? Nein, egal. Sauber, komm schon.
da bist du. Oh. Ja, ja, kritisch. Ihr habt gesehen, das war jetzt eine AP-Kugel. Ich habe leider gerade versäumt, auf die HE zu wechseln. Aber selbst die AP hat ein ziemliches Wasserleck. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht aus wie Kunst drauf. So, jetzt kann ich noch besser. Ja, ich glaube schon. Und mit dem Ding warte ich halt immer, bis der Gegner wirklich auf mich zukommt. Ja, ja, ja. Also, er könnte mich auch kaum. Also, ich glaube nicht, mit dem 50 Kills, dass du mir irgendwas angetan hättest. Ja, ich hab dein Getriebe und Motor raus, oder? Also, ich war immer noch. Vielleicht beschädigt, ja, aber. Beschädigt. Aber du, mich killen wird schwierig mit 50 Kills. Ja, gut, ich habe meine Bomben schon verschwendet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag dieses Ding nicht. Mit dem, mit den beiden 20ern hier habe ich mehr Glück gegen Panzer als gegen Flugzeuge. Könnt ihr mal schreiben, was ihr für Erfahrungen mit dem Ding gemacht habt. Ich switche zum nächsten Fahrzeug. Also, gut geschützt, die Crew, bis auf direkten Panzerkampf. Die 20er sind in Ordnung, aber für mich besser gegen Panzer. So, und jetzt kommen wir zu einem ersten Kettenfahrzeug. Und, ja, ich weiß, da liegt noch eine Flak ein bisschen früher im Deck. Aber, pst, wir reden da nicht drüber. Dieses Ding ist so grottenschlecht. Das ist sogar schlechter, würde ich sagen, als der russische Flak-Truck mit den 4 MGs. Weil dir einfach Mobilität fehlt. Junge, Junge, deine Leute schießen die ganze Zeit auf mich. Ja, die sind auch irgendwie mehr auf deiner Seite als auf meiner. Dein Team macht da irgendwie nicht viel. Ja. Mein Team. Hey, die sind aber auch hart auf mich fixiert. Und was bist du jetzt eigentlich drin? Hiermit. Ah, Crusader AA. Oh, ja, Crusader AA. Und ich habe gleich mal demonstriert, was wir gegen Panzer mit dem Ding machen können. So, wo bist du, mein Freund? Ah. Ich hoffe jetzt einfach, deine Leute nehmen mich nicht raus, bevor ich zumindest mal auf dich schießen konnte. Eh. Das ist jetzt wieder so eine 40er, mit der ich theoretisch überhaupt nicht klarkomme. Bei der 40er? Ja. Ach, das Ding. Nicht die coole Variante. Ja, ich hab an den anderen Crusader gedacht. Also das hier ist für mich ein besserer Tank Destroyer. Auf mein Team zu beschießen. Ich mein's ernst. Ich treff dich irgendwann mit sich. Irgendwann mit Sicherheit. Nein. Ich hab echt keinen Plan. Also. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Also, bist du blind? Ah. Ja, ich hab nie geguckt, wo du bist. Und ich krieg die. Oh, das könnte schwierig sein. Nee, aber das Ding hat den Nachteil, man kriegt die Kanone nicht ganz hoch. Junge, jetzt langt's aber mal. Ich muss mich, ja gut, ich starte hier neu mit dem Ding, deine Betten H39. Alter. Nee, ich mag so langsam mal Flaks nicht. Und ja, jemand hat geschrieben, das ist Muskelgedächtnis, man lernt jede Flak irgendwann. Also ich persönlich kann das nicht bestätigen. Ja, man muss halt oft genug fahren. Ich fahre die hier relativ häufig, aber ich komme mit diesen langsamen Geschossen einfach nicht klar. Ja, gegen Fahrzeuge. Nee, auch gegen Flugzeuge. War das jetzt nötig? Ja, das war ein Anflug via gegen Flaks. Ja, mobb mich halt. Weißt du was? Überspringen wir die. Die ist zum Kotzen. Oh no. Oh no. Ja, da kommen so direkt die Hits. Die Hits. Mehr Hits. Nein, nicht überhitzen. Die überhitzt gerne. Bei dir in der Nähe ist halt nicht viel von deinem Team. Ja, ich weiß. Mein Team ist alles in der Stadt. Das ist auch ein Problem mit Kanonenflaks. Wenn die Map so groß ist und die Flugzeuge dann die ganze Zeit über dem Schlachtfeld sind, wie ich gerade, dann sind die halt total weit weg. Und da bringt das nicht viel, drauf zu schießen, weil die halt so weit weg sind immer. Ja, ja. Ich stelle mich hier gerade nicht gut an. Du bist ein Falcon, oder? Nein, nee, als ob ich in der Falcon bin. Ja gut, wenn du das machst. Ja. Aber das ist halt schon wieder der Unterschied. Weißt du, wäre ich jetzt in der Pompom, hätte ich wahrscheinlich einmal über dich drüber, einmal unter dich drunter geschossen und dann wärst du schon wieder an mir vorbei gewesen.
Ja, so wie gerade eben halt. Ja, ich hasse 40mm Flaks. Außer sie haben eine sehr hohe Kadenz oder mindestens zwei Geschütze. Soll ich nochmal eine P47 und eine A2D? Seriös, komm mit was Schnellerem. Ich komm jetzt auch mit was Schnellerem. Also, oh, halten wir fest. Super Flak, ich mag 50 Kills. Flak, die kann funktionieren, aber ich finde sie gegen Panzer besser. Flak, die super gegen Panzer ist, aber für mich gegen Flugzeug überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist wieder dieses, manche mögen schnelle Kadenz, manche mögen langsame Kadenz. Da solltet ihr euch jetzt nicht dran festhalten, dass das irgendwie eine schlechte Flak per se ist. Ich habe schon Leute gesehen, die damit auf mehrere Kilometer Flugzeuge wegsnipen, gerade größere Flugzeuge. Aber für mich ist das eine absolute Glückssache. Crusader AA Mark II, die mit den beiden 20ern, ist eigentlich das da, aber für mich besser, weil es stabileres Chassis ist und auch gegen Flugzeuge besser deswegen einsetzbar. Jetzt kommen wir zu einer Flak, die, wie nenne ich das, schwierig ist, weil sie so begrenzte Richtwinkel hat? Ist so, ja, genau. Ja, die Kanone per se ist, wie beim R3, einfach eine goldwertige Flak. Wie war das in der Realität? Hast du schon den MiG-21 abgeschossen oder so? Ja, ja, also, auch in der Realität ist das ein gutes Geschütz, aber hier im Spiel, gerade durch den begrenzten Richtbereich, hier um die Cockpit-Sektion rum, also man muss sich schon so hinstellen, dass man quasi den Gegner gut leaden kann. So wie ich jetzt hier zum Beispiel. Und sie wackelt leider ziemlich. Ach komm. Okay. Du hast das Match beendet. Glückwunsch. Bis gleich, Leute. So, wir sind zurück, nachdem MTB Crafter das Match mit einem explosiven Entscheidungsschlag für sich entschieden hat. und er hat mich darauf hingewiesen, ich habe ihn nicht begrüßt. Hallo David, willkommen in der Aufnahme. Ja, es ist sehr, sehr schön, schön hier zu sein, ja. Danke, danke. Ja, ihr seht, es ist Sonntag, wir sind durch. Ich bin vor allen Dingen durch. Der Typ hat ja wieder stundenlang geschlafen, bis um 12 oder so. Doch gar nicht. Ja, 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 ja. So. Jetzt versuchen wir den ganzen Spaß nochmal. Oh, 20er. Alter, wenn das mich jetzt umbringt. Warst du da irgendwo? Ja, nee, nicht so ganz, aber ich habe die Druckwelle trotzdem gespürt. Du weißt, ich fahre den Isterwag. Das Ding hat nicht viel beisammen. Isterwag. So die Frage, wo du bist. Ich hatte jetzt wahrscheinlich gerade eine AP getroffen, weil du nicht viel abbekommen hast. Ja, ich würde getroffen. Oh. Ja, ja, gut. Also wenn der Gegner in deiner Nähe ist und nicht direkt dich anfliegt, ist der Isterwag eine pervers gute Flak. Muss ich anders sagen. Kannst gerne nochmal kommen. Komm mit was Schnellerem. Noch was Schnelleres. Noch was Schnelleres, ja. Ich hab da noch eine Phantom oder eine A10. Ist egal. Such's dir aus. Ich glaube, die A2D ist sogar schneller als die A10. Kann gut sein. Nee, ist kein Scheiß. Also ich glaube wirklich, die ist schneller in gerader Linie. Oh verdammt, das habe ich gar keinen Bodenziel. Egal. Kann ich halt nichts gegen Bodenziele machen. Hast du nicht deine Kanone? Ja doch, habe ich. Aber halt keine. Bin ich trotzdem 40mm Pen oder so? Millipeter. Ich habe aber Luftsimmunie, aber hab trotzdem 50. Ja eben. Also, wir fahren hier einser rum. Die zerschredderst du mit einer Kugel. Ja. Das ist effektiver als bei der Aufnahme, die wir eben gemacht haben, die Kanone. Stimmt. Also nicht mehr Pen, aber mehr Sprengkraft. Warte, du bist jetzt in der F4, ne? Ui, ui, ja. Ui! Ein bisschen schneller unterwegs jetzt. Bisschen, ja. Das wird ein bisschen schwieriger. Man muss halt gegen Jets. Es ist unwahrscheinlich, dass du mit dem Ding auf Jets triffst. Aber mit Jets musst du den Flugpfad sehr gut abschätzen. Vor allen Dingen nicht einfach rotzen, was das Zeug hält. Ich weiß, manche machen das gerne. Aber ihr kennt ja meine Devise. Warten, warten, warten. Dieser Wendekreis ist echt nicht so gut von dem Ding. Boah. Verdammt. Ich hab bei der Isterwag irgendwie immer das Problem, dass ich zu hoch schieße. Nee, das Ding wendet nicht so gut. Ich meine, du kannst mit Bremsklappen und Klappen ganz gut arbeiten, aber es ist trotzdem ein Schulbus. Ja. Ich wiege es einfach mehrmals direkt oben drüber und schieße dabei ein paar Gegner ab. Ich dabei nicht gegen Häuser zu fliegen. Alter, ich habe mit der Isterwag echte Probleme. Mit dem R3 habe ich das nicht, interessanterweise. Vielleicht liegt das daran, dass mir das Cockpit von dem Ding so im Weg ist. Ha. Wir sollen, ja. David führt mich vor.
Er hat ja nichts gemacht. Du wolltest unbedingt was Schnelles haben. Alles gut. Oh, das sind echt viele Gegner. Okay, hi. Oh, verdammt. Das ist mein Kill. Nächste Runde. Ich komme mit der A10, die lässt sich besser kontrollieren. Alles cool, ich bin auch ausgestiegen. Das war gerade ein harter Fail meinerseits. Gut, du hast einen Baum ein Haus geknuscht. Wir haben beide gefailt. Aber jetzt kommen wir zu der hübschesten Flak im Britentree. Das ist einer meiner Lieblingsflakfahrzeuge. Das Ding ist ein Tank Destroyer / Flak Hybrid und es ist göttlich. Und ich finde es so schade, dass das Ding auf 8-0 gestuft wurde. Weil das mein 7-3er, der komplett zerstört hat. Du weißt genau, mit was ich gerade komme. Ja, ich weiß es genau. Wurde sogar schon erwähnt heute. Ja, wurde schon erwähnt. Das Ding sieht gut aus, es klingt super. Und wenn du ein Flugzeug damit triffst, ist in der Regel finito. Ich meine, der Turm dreht auch relativ angenehm. Also das Ding ist für mich ein besserer Infanteriekampfwagen. Also das ist gar nicht primär als Flak für mich. Man muss sich nur die Munition angucken. 100 mm Pen auf 100 Meter. Also für eine Flak ist das schon ordentlich. Die meisten Infanteriekampfwagen haben weniger Pen auf 100 Meter. Also wenn ich mal so überlege, so ein BMP-2 hat glaube ich 80. Ich weiß gerade gar nicht. Da kommt das Wutvögelchen. Ich schmeiß da mal ein bisschen was ab. Oh oh. Mal gucken, ob das irgendwas macht. Okay, ich habe tatsächlich einen Kill gemacht. Ich habe tatsächlich nicht einmal getroffen. Was zur Hölle, ey. Heute bin ich irgendwie nicht in Form. Oh, da bist du, okay. Ja, gut. Wenn man trifft. Wenn man trifft. Mach das nochmal, mach das nochmal. Also das war ja gerade, du bist mir quasi direkt ins Feuer geflogen. Ja gut, wenn man halt nicht weiß, wo du bist, dann. Ja, das ist ja auch die Krux, die man im richtigen Gefecht hat. Ja, das stimmt. Das Ding hier hat übrigens einen einzigen Gurt. Also wenn ihr, wenn der leer ist, könnt ihr nicht nochmal nachladen, deswegen, man ist relativ schnell seine gesamte Muni los. Oh, der Spawn ist viel zu weit weg. Das stimmt leider. Ich meine, gut, das sind jetzt Low-Tier-Panzer, die würde ich wahrscheinlich selbst mit der 20er einfach schreddern. Aber man kann mit dem Ding gutes Schlachtfeld aufräumen. Uiuiui. Also ich habe das Ding auch auf 10-0 noch dabei gehabt und damit Hauptkampfpanzer seitlich einfach weggetackert. Teilweise sogar vorne. Also so ein Leo zerschreckert so auch frontal. Also die Falcon ist echt böse. Ja. Also ich habe auch schon genug Runden gesehen, wo eine Falcon irgendwie das ganze Team gecarried hat gegen Panzer, nicht gegen Flugzeuge. Kannst du dich noch erinnern? Hier in Dresden hieß die Map, ne? Hier diese neue Map, die wieder rausgenommen wurde, weil die Performance zu schlecht Breslau. Ist. Huh? Breslau? Breslau, ja, genau, genau. Ich kann mit War Thunder Map-Namen so absolut nichts anfangen. Siehst du mich eigentlich? Ja. Ah, okay, das ist nicht gut. Ja, zack, gut. Bumm, tot. Die Kanonen von dem Ding sind einfach göttlich. Ja, viel mehr gibt es zu dem Ding eigentlich nicht zu sagen. Es hat ziemliche Defizite gegen Hubschrauber. Du hast kein Radar und kannst auch nicht locken. Also das ist eine absolut manuelle Flak. Wahrscheinlich mag ich sie deswegen so gerne, weil dieser ganze Schnickschnack wegfällt. Ja, ansonsten, wie gesagt, gut gegen Panzer, aber nur mit der besten Munition. Flugzeuge schreddert das Ding auch. Zack, direkt, hat man ja gerade gesehen. Jetzt nochmal mit was Schnellem, also nochmal mit der Phantom drin. Okay, Challenge accepted. Ich hab noch keine Ahnung, wo du bist. Das ist gut. Findest du das? Das finde ich gut, ja. Spitzen wir mal die Ohren. Hör dich. Sag deinem Team mal, sie soll mich in Ruhe lassen, sonst schieße ich auf sie. Also ich habe dich gehört, aber ich habe dich nicht gesehen. Du warst viel zu niedrig. Boah, dieser Wenderadius.
Wenderadius? Müsst du dich doch sehen, wenn du gerade wendest, oder nicht? Ich bin gerade ziemlich hoch. Was? Was? Wahrscheinlich hinter dir. Ich sehe dich halt absolut nicht. Schieß mal ein paar Raketen. Ah, da! Lol, ich hab dich nicht gesehen. Das sieht sehr interessant aus. Das wäre für mich kein sicherer Schuss, der ist viel zu weit weg für mich. Mach mal hier mal einen On-Tour-Guide, direkt auch mit dem Boden zielen. Ich wünschte ja, man könnte einstellen, mit was die KI spawnen. Wahrscheinlich kann man das und wir wissen es einfach nicht. Ja, kurzer Prozess. Und bevor ich hier alles schredder, komme ich direkt mit dem nächsten Flak-Ding. Also das Ding hier ist Gold wert. Das ist für mich so die Creme de la Creme im Brittenbaum als Flak. Soll ich im Heli kommen mal, oder? Kannst du machen, aber ich habe halt nichts auf lange Reichweite, ne? Also ich habe wirklich nichts auf lange Reichweite. Ich habe noch den Marksman. Das ist ja der, das ist ja der Gepard quasi. Komm ich mit den Dumpfire-Raketen. Die Dumpfire? Die Dumpfire. So, und meine Damen und Herren, jetzt haben wir hier den Chieftain Marksman. Das ist der hässlichste Gepard-Verschnitt, den man sich erdenken kann. Ich zeige ihn euch gleich von vorne. Aber allein dieses Radar oben sieht so derb hier aus. Tu es den Leuten nicht an, guckt nicht von vorne. Oh mein Gott, ich habe das Gesicht noch drauf. Ja, ich nicht mehr. Ich hasse es, wenn Leute Gesichter auf ihre Panzer packen. Aber dieses Ding macht das sogar schöner. Ja. Das sagt schon alles. Wer kommt auf so eine hässliche Konstruktion? Das tut halt echt weh. Ja, also das ist furchtbar. Und man muss halt leider sagen, die Chief der Hülle ist auch nicht mobil. Oh, da fliegt jetzt ein Hubschrauber. Aber ich habe eigentlich keine Lust drauf zu schießen, weil in der Regel, wenn ich gegen Spieler spiele, werde ich jetzt abgeschossen. Du hast gesehen, wo ich war, oder? Vom Lock her. Ja, ich hab da nicht wirklich drauf geachtet. Das ist schön. Ja, also gegen Hubschrauber mit Kanonenflaks, das mache ich super ungern. Außer man hat sowas wie die Sergeant York. Und ja, das Ding heißt so. Ich wurde ja unter den Kommentaren gefragt, warum wir das so nennen, weil es so heißt. Das ist dem sein Name. Ey, hörst du auf? Also das ist jetzt zum Beispiel, ich finde das wahnsinnig frustrierend, Hubschrauber mit Flaks zu bekämpfen mit Kanonen. Ich hasse das wie die Pest. Ich schieß jetzt mal nicht mit der Raketen auf dich. Ich meine, ja, ich habe dich jetzt getroffen, weil du furchtbar nah dran warst, aber jetzt überleg mal, du wärst ein paar Kilometer weiter weg gewesen. Das war die Kanone. Ja. Ich hab nur einmal abgedrückt. Ja, ich bin ein Marksman. Ich bin kein Panzerfahrzeug. Jetzt komm mit dem Flugzeug. Ich hasse es, gegen Hubschrauber zu kämpfen. Ja. Ich bin gerade am Stützen. Hey, immerhin ist er runter, ne? Ja, du hast mich auch gut erwischt. Ja, aber das ist nicht repräsentativ. Also wenn jetzt wirklich ein Patton dabei gewesen wäre, hätte er uns auf 9 Kilometer Entfernung alle weggerotzt. Wie viele Raketen hast du? 16, ne? 16, ja. Ja, das ist so Easy Mode hoch 10, hoch 16. Aber ich fliege das Ding immer, wenn ich die Hydras nehme, dann fliege ich da auch immer 2 Kilometer nah dran oder 3 oder so. Ja, das also macht auch mehr Spaß. So ich finde das halt furchtbar langweilig, da hinten zu havern. Ich habe ja zum Beispiel auch die KA-50. Oder ich habe auch den französischen Eurocopter. Aber ich finde das so langweilig, da hinten rum zu havern. Das gibt mir nichts, auch wenn man damit ganz gut Forschungspunkte machen kann. Und ich spiele das Spiel ja auch, um Spaß zu haben, nicht nur um anderen Leuten den Tag zu verderben. Es läuft meistens sogar besser, wenn man nah dran fliegt. Weil man hat eine kürzere Zeit zwischen den Raketen. Ja, genau. Also du kannst eine raushauen, die trifft und direkt die nächste raushauen. Ja gut, man kann auch mehrere direkt abfeuern und die anderen. Ja gut, aber sie gehen auf selbe Ziel, außer du lockst was anderes in der Zeit, aber das klappt bei mir in der Regel nicht. Ja, aber wenn man mit der ersten Rakete das Ziel nicht zerstört, dann... Ja, das stimmt. Hat man direkt eine zweite auf dem Weg. Aber geht es ja um Flaks und nicht um Hubschrauber. Deswegen, also, wie im letzten Flak-Guide, den ihr hoffentlich gesehen habt, das hier ist ein... Schwedisch, genau. Das ist ein britischer Gepard in hässlich. Und die Kanonen und ansonsten ist eigentlich alles ident. Deswegen, ich benutze den lieber ohne Lock. Aus dem ganz einfachen Grund, es funktioniert für mich besser. Einfach Heck ab. Ja, einfach Heck ab. Athene ist so stark, die zerstört nichts. Mhm, am Arsch, wortwörtlich.
Und dieses eklig hässliche Radar. Irgendein Wunsch, wie ich jetzt anfliegen soll? Ich kann mein Radar nicht ausmachen. Warum kann ich das Radar bei dem Ding nicht ausmachen? Ich bin verwirrt. Was willst du? Irgendein Wunsch, wie ich anfliegen soll. Ah, jetzt klappt's weg, endlich. Nö, mach was du willst. Da soll mich ja nicht drauf vorbereiten können. Das Radar bei diesem Ding ist so hässlich. Dieses ganze Ding ist so hässlich. Das Ding heult, glaube ich, gleich. Aber es lacht so insane. Hast du gerade gesehen, wie ich aussehe in der Killcam? Nee. Ich habe dich, glaube ich, gar nicht gesehen. Okay. Also, ja. Das ist... Vielleicht wollte ich es auch nicht sehen. Hab's verdrängt. Das wolltest du bestimmt nicht sehen. Das ist eine coole Flak. Also, versteht mich nicht falsch. Sie ist effektiv. Aber... ja, hässlich. Ist halt quasi das gleiche wie der Gepard auch. Ja, es ist der Gepard. Es ist der Gepard oder der Type, wie heißt der bei den Chinesen? Nicht die Chinesen, 87, bei den Japanern. Was? Oder? 87, glaube ich. 87 war es, ja. Den finde ich am hübschesten von dem Trio. Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen ihr am hübschesten findet. Und schreibt bitte jetzt auch mal in die Kommentare, ob ihr gerne einen Flak-Guide, hier in Anführungszeichen, weil wir machen das ja mehr mit Spaß, anstatt harte Fakten nur zu liefern. Ob ihr das gern für jede Nation hättet, ob wir einfach weitermachen sollen oder ob ihr Wunschnationen habt. Weil eigentlich hat so jede Nation ziemlich coole Fahrzeuge im Flak-Bereich. Die meisten zumindest. Manche haben fast gar nichts leider. Sowas wie Schweden, da fehlen so ein paar, finde ich. Die A10 ist schon ein hübsches Flugzeug. Tja. Ja. Ja. Also, das ist halt echt lächerlich. Ja, also, wenn sich eine Flak auf eine A10 konzentriert, ist die A10 in der Regel futsch. Außer der Pilot macht recht gute Ausweichmanöver oder bleibt auf Entfernung. Ich persönlich fliege mit der A10 ja meistens ziemlich tief und hoffe auf die Intel von meinem Team. Das funktioniert in der Regel auch ziemlich gut. Aber gerade wenn du übers Schlachtfeld fliegst und die Flak so ein bisschen ein Auge drauf hat, dann no chance. Und gerade hier, so die Falken oder diese Flak hier, die haben so eine schnelle Turmdrehgeschwindigkeit und so eine hohe Kadenz. Also, da brauchst du echt Glück, um durchzukommen. Ah, du Phantoms nochmal. Ich weiß nicht, ob du das noch schaffst. Nee, das wird wahrscheinlich nix, ne. Das wird wahrscheinlich nix, aber... das macht auch nix. Ich schieße jetzt absichtlich nicht auf... obwohl, ich musste auf ein Team schießen. Nee, aber mit der Phantom ist das gleiche Spiel. Die Phantom ist nur ein bisschen schwieriger zu treffen, weil sie schneller ist. Also man hat ein kleineres Zeitfenster. Aber auch wenn man da wartet auf seine Chance, man muss halt wirklich ein bisschen Disziplin haben, nicht einfach drauf losballern. Weil wie in der letzten Episode, die ihr hoffentlich gesehen habt, man sieht das sehr weit. Ja. Du hast von den britischen Flaks gar keine, ne? Britische Flaks habe ich bis Falcon. Bis Falcon. Okay, schade. Sonst hätte ich gesagt, du steigst mal in die Marksman und ich zeig mal, wie das im Weiten aussieht. Aber das haben ja, die Leute ja beim Gepard. Ich kann ja auch einen anderen nehmen. Stimmt, du kannst den Gepard nehmen. Hast du den? Ich kann auch Tunguska oder sowas nehmen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Auf geht's zur abschließenden Runde. Und zwar wird er jetzt versuchen, mich aktiv abzuschießen. Ich sitze jetzt hier in einem Flugzeug, was keine Radarwarnung hat. Heißt, er kann mich locken, wie er möchte. Wie er lustig ist. Und ich versuche darauf zu reagieren. Er wird jetzt versuchen, so ein bisschen zu spielen wie die meisten Flak-Spieler. Zu sprayen und... ja, ihr seht, sobald er feuert, weiß ich, wo er ist. Also, er ist, ja, da, wo ich die Maus hinhalte. Du schießt gerade auf Radarvorhaltepunkt, oder? Den gibt's noch gar nicht, so weit ist es weg. Echt? Jetzt habe ich einen, jetzt, aber jetzt der einen. Ist so was von ungenau. Ja, ich meine, ihr seht das, Leute, also, das ist jetzt nicht unbedingt... das Positivste, was man machen kann mit der Flak. Ja, ich meine, was fährst du jetzt gerade? Gepard. Ja, also das ist ziemlich Gepard gleich mit dem, was ich gerade hatte. Ja, ich meine, ich habe gesehen, wo er ist. Ich bin ihn angeflogen und du hast wirklich versucht, mich abzuschießen, oder? Das Radar, das war jetzt wieder ein sehr schönes Beispiel. Das Radar hat mir den Lok versaut, also den Abschuss versaut, weil da war ein Baum im Weg. Ja, ja, und das Radar hat dann rumgesponnen und den falschen Weg angezeigt. Ja, es ist halt einfach nicht weiter. Ja, deswegen, liebe Leute, schaue ich nicht auf den Vorhaltepunkt. Ich meine, du machst das in der Regel, ne? Ja, ich... okay, das ist jetzt fies, ja. Ich habe keine Geschwindigkeit mehr. Aber selbst dann sehe ich, wo seine Schüsse langfliegen ungefähr und kann versuchen auszuweichen. Immer so ein bisschen hin und her wubbeln, dass quasi die Kugeln 5 bis 10 Meter links oder rechts an mir vorbeifliegen. Ja,
Ich tue jetzt mal so, als wäre ich in deiner Richtung irgendwie einen Zielanflug. Sehe ich dich überhaupt? Ah, da bist du. Ja, aber, ne, es geht. Aus nächster Nähe, kein Ding. Ich hätte keine Chance mehr gehabt, auszuweichen. Aber aus großer Distanz, bestes Beispiel. Also man sollte warten, bis man seine Chance sieht. Und ja, ich sehe meine Chance auf 10 Kilometer. Viel Glück damit. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, ja, wir treffen uns jetzt nochmal im Hangar gleich. Dann gehen wir die Fahrzeuge nochmal kurz durch für ein Endresümee. Und dann war's das für heute. Return to the Hangar. Ja, ich hoffe, ihr findet das informativ. Einzelne Nationen finde ich persönlich auch angenehmer aufzunehmen, weil man da ein bisschen besser die Zeiten abschätzen kann, wie weit und vor allen Dingen wie viel Sachen man aufnehmen muss. Also das ist, oh, das ist angenehmer. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, hey, du bist ja gar nicht mehr drin. Ich hab doch gesagt, zurück zum Hangar. Ja, alles gut. So, angefangen beim Stackhound. Beziehungsweise, warte mal. Ich gehe hier auch raus, dann können wir uns die mal hier angucken. Also, angefangen beim Stackhound. Wie gesagt, ist wieder M13 der Amerikaner mit 250 Kals. Hat auch ordentlich Pen mit seinen 50 Kals. Ich benutze am liebsten die A-Pit-Munition, weil man die gegen beides gut einsetzen kann. Die ist gegen Flugzeuge ziemlich gut, die zündet ziemlich gut an. Und auch gegen Panzerfahrzeuge absolut adäquat auf dem Battle-Rating. Langsamere Turmdrehgeschwindigkeit, dafür wesentlich mobiler im Gelände. Beziehungsweise man rast halt dem Gegner quasi in die Front rein, wenn man es richtig anstellt. Weiter geht's mit dem ICAA. Ich komme mit dieser 20 auf dem Ding interessanterweise nicht klar. Aber gegen Panzer setze ich super gerne ein. Weil auch hier hat man 40 mm Pen. Das ist auf 2,7. Man kann Leuten seitlich oder von hinten echt den Tag versauen. Ich überspringe kurz die Crusader Mark 1, weil die Crusader Mark 2 hat das gleiche. Das ist derselbe Turm. Der gleiche Turm, derselbe Turm. Es ist in beiden Fällen sogar richtig diesmal. Warte mal, ist es der gleiche Turm? Ja, würde ich schon sagen. Obwohl, ist der vom... Ja, das ist also der gleiche. Ein bisschen abgeändert, aber im Grunde ist das gleiche Modell. Ist auch die gleiche Kanone. Und hier finde ich es besser, weil man sitzt auf einem stabileren Chassis. Also ich komme damit gegen Flugzeuge besser, klar. Aber auch das Ding setze ich gerne gegen Fahrzeuge ein. Aber auf 4-0, ja, geht so. Gehen wir mal zum übersprungenen Bruder, der eigentlich für viele das bessere Fahrzeug ist. Für mich ist diese Pom-Pom-Kanone eine Tank-Destroyer-Kanone mit 70 mm Pen auf 4-0. Aber auch mit der APHE kann man ganz gut arbeiten gegen Flugzeuge. Gegen große, langsame Flugzeuge gerne, aber gegen Jäger lieber die 20er. Ich weiß nicht, hast du zu den beiden was zu sagen, welchen du favorisierst? Also ich sag mal so, beim Crusader A Mark 1 habe ich nicht mal die Ersatzteile. Ich glaube, das spricht schon Bände. Und du magst eigentlich ja Großkaliber-Flaks. Ich mag eigentlich Großkaliber, aber ich habe das Ding halt irgendwie komplett übersprungen einfach. Das war einfach vorbei schon. Also für mich ist das ein nettes Backup, auch halt gegen Fahrzeuge. Oder gegen Spawncamper auch sehr, sehr geliebt. Ja, gehen wir weiter zu einem merkwürdigen Fahrzeug, dem Istervark. Ein afrikanisches Flakfahrzeug auf einem minengesicherten Bodenfahrzeug quasi. Die Kanone ist super. Sie dreht ein bisschen zu langsam, finde ich persönlich. Obwohl hier Turret Rotation Speed 57 ist eigentlich Bombe. Wahrscheinlich ist die Crew bei mir einfach richtig kacke. Gunner. Ja, die ist richtig kacke bei mir, daran wird das liegen. Warte mal, 57? Ja, 57. Das ist ziemlich fix. Ja, wenn er 3 mag, wird das Ding wahrscheinlich auch mögen, aber man hat leider einen limitierten Richtbereich, also das hier vorne tut einen massiv einschränken, man kann leider nicht nach vorne schießen. Ich fahre mit dem Ding am liebsten rückwärts auf Flugzeuge zu, oder stelle mich halt so, dass sie rückwärts ankommen, dass ich einen größeren Richtbereich habe. Aber ansonsten kann man mit der Kanone nichts falsch machen. Man rotzt so viel Blei raus, dass man in der Regel zumindest mal Hits kriegt. Aber dem ist es auch ganz gut, wenn man sich dann auch mit der Wanne mit dem Flugzeug mitdreht, also nicht nur im Turm, sondern auch tatsächlich mitfährt. Mitfährt, nicht dreht. Ja, mit Pferd, sodass man dann halt immer diesen Bereich, in dem man, in dem man gut schießen kann, dass der immer aufs Flugzeug zeigt. Exactly. Und dann ist auch die Turmdrehgeschwindigkeit höher, weil man halt die Wanne mitdreht. Logischerweise. So, jetzt kommen wir zu einem riesen Gap im britischen Flag-Tree. Da benutze ich furchtbar gern den Rattle 20 als Behelfsflag. Aber das ist kein gutes Flaggfahrzeug. Es ist eine Behelfsflag.
Das ist eine 20 mm Kanone. Wenn man Flugzeuge trifft, mit ein paar Schuss sind sie weg, aber man trefft sie erstmal. Weil das Ding hat keine große Turmdrehgeschwindigkeit und ist auch per se keine Flak, also eine kurze Erwähnung, man kann es theoretisch benutzen. Und nun zu meinem Lieblingsfahrzeug, dem Falcon, meine Lieblingsflak. Es ist. Boah, ist das meine absolute Lieblingsflak? Es ist meine absolute Tank Destroyer Flak Hybrid Lieblingsflak, wenn das Sinn ergibt. Ich finde, sie sieht sehr cool aus. Sie macht ordentlich Damage. Die Kadenz ist richtig cool. 130? Ne, warte, ich bin in der Kate. Oh, lol. Ich dachte gerade. 75 Grad pro Sekunde ist aber immer noch echt heftig. Ich war gerade kurz verwirrt. Dann stimmt das aber mit dem Easter Bug auch nicht. Ne, das sind nur 33. Nee. Dann macht das mehr Sinn. Warte mal. Ich war schon irritiert. Wie viel hast du bei der Falcon? 75,2. 75? Ich hab gerade mal 48. Ja, die Crew ist halt gut und geexpertet und das Fahrzeug ist halt voll ausgebaut. Also das Ding ist echt so heftig. Viel ausmacht. Das ist krass. Ja, ja. Also wie gesagt, Top-Flak. Wenn man ohne Radar klarkommt, absolut der Marksman vorzuziehen, finde ich persönlich. Das ist wieder persönliche Präferenz. Und mit der letzten Munition mit 101 mm Pen, absolut tödlich gegen Bodenfahrzeuge. Kommen wir halt zum... Auch, bitte? Man hat halt bei der Falcon auch in einem kompletten Gurt dann gut Pen. Und ja. bei der Marksman, wie bei jedem Gepard, hat man nur die paar Schuss, die richtig viel Pen haben. 60 Schuss sind es, glaube ich. Oder 40? Ja, irgendwie sowas. Ja, 60 sind es, glaube ich. Und danach hat man nur noch die 68 auf 10 Metern. Das also, man ist hat die DM23er so Gurte. Die sind cool, aber man hat echt wenig Muni. Man kann nur diesen kleinen Vorrat mitnehmen. Und ansonsten, man hat immerhin noch 70 mm Pen grob. Aber gegen Panzer habe ich lieber mehr als 100 Pen. Ja, genau. Also, da ist die Falcon ist definitiv um einiges besser gegen Bodenziele. So, ja, aber die Marksman ist für all jene gut, die gerne mit Radars arbeiten. Also, die Kanonen sind super. Das Ding per se ist halt ein bisschen merkwürdig aussehender Gepard. Man macht nichts falsch damit. Und wer mit Radars klarkommt, dem kann ich dieses Ding wärmstens empfehlen. Das Einzige, was ich an dem Ding nicht leiden kann, ist die Geschwindigkeit. Da das eine Chieftain-Wanne ist, ist das ein bisschen immobil. Aber ansonsten auch ein sehr cooles Gerät. Ihr habt es ja gerade gesehen, mit dem Ding kann man ohne Radar auch gut arbeiten. Wer es Radar mag, bitteschön, benutzt es. Und ansonsten gehen wir noch kurz durch die restlichen Fahrzeuge im Tree. ZA-35 ist im Grunde ein Marksman auf Rädern. Ein cool aussehender Marksman auf Rädern. Mit einem komischen Radar. Mit einem komischen Radar und er kriegt nicht die DM23-Gurte. Man heißt, man hat immer nur diese normalen AP-Gurte. Wobei, den sieht man sehr oft sehr viele Panzerschreitern. Ja, weil der halt mit seiner Geschwindigkeit seitlich rankommt. Ja, ja. So, hier haben wir jetzt noch den Stormer. Das ist eine Raketenradarflak, die locken kann und mit Maus geguidete Lenkraketen hat. Die Raketen von dem Ding sind interessant, weil ihr seht's hier, da kommen 3 Darts aus jeder Rakete und das sind quasi Kinetik-Kill-Geschosse. Man kann damit Glück haben und Gegner direkt killen, auch Panzer teilweise. Aber ich habe für meine Verhältnisse, ich habe lieber Sprengmunition anstatt sowas. Ich kann ihn euch gerne zeigen, sobald ich ihn habe, aber es ist kein direktes Ziel von mir, weil, naja, geht so. Und die Briten haben in einem der letzten Updates noch einen ADATS bekommen. Das ist quasi der gleiche Aufbau wie beim ADATS der Amis, nur ohne die Bradley-Kanone. Aber super tödliche Raketen gegen Boden- und Luftziele. Absolutes Spaßmobil. Und ansonsten sind wir jetzt durch, würde ich sagen. Hast du noch abschließende Worte? Ich habe keine abschließenden Worte, nein. Sehr gut. Also, forscht euch hier zur Falcon. Absolut gottgleiches Gerät. Wir hoffen, es war informativ, ihr hattet Spaß. Gerne Feedback in die Kommentare. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.